Jetzt hat er hier vier waagrechte und vier senkrechte Fragen gestellt oder Aussagen gemacht. Ein Säugetier, das miaut, wie ihr seht. Und dazu jetzt habe ich noch die Antworten. Und wir können natürlich zum Beispiel ein Genre nehmen, ein Überthema, nur Fahrzeuge oder auch, dass es schwieriger wird. Aber jetzt haben wir natürlich noch nicht die Felder, wo man es eintragen kann. Ich lade jede Woche 3 bis 4 neue Videos zum Thema Amazon KDP hoch. Also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Ja, heute wieder eine neue Nische, und zwar wollen wir heute mal Low-Content-Nischen finden zum Thema Rätselbücher. Und da können wir auch direkt einsteigen mit dem ersten Schritt, nämlich wir gehen hier auf Helium 10 und nutzen dieses Mal das Magnet-Tool. Also es gibt verschiedene Wege, also ich sage mal, alle Wege führen nach Rom. Man kann auch die Blackbox verwenden, das Cerebro-Tool, Magnet-Tool, X-Ray-Tool. Aber heute wollen wir auch mal anschauen, wie wir auf Nische kommen würden, wenn wir mit dem Magnet-Tool arbeiten. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen heute zum Beispiel ein Rätselbuch veröffentlichen und haben keine Ahnung, welche Nische wäre es da profitabel. Das heißt, wir geben einfach mal Rätselbuch ein, da könnten wir auch Kochbuch eingeben oder Ratgeber eingeben und klicken jetzt hier mal auf Keywords erhalten. Und jetzt werden eben verschiedenste Keywords angezeigt, die irgendwas zu tun haben mit dem Rätselbuch. Das können auch bis zu mehrere tausend sein, aber das wäre umso besser für uns, weil im nächsten Schritt würden wir dann herausfiltern, welche Eigenschaften das Keyword genau haben soll. Ja, und wie ich eben gesagt habe, wir haben jetzt bei Rätselbuch 2400 Keywörter, also viel zu viel. Jetzt wollen wir nämlich hier ein bisschen an den Schrauben drehen, nämlich den IQ-Score, den setzen wir auf 200 hoch. Da ist in der Regel so, umso höher, umso besser, also umso höher der Wert, umso weniger Konkurrenz haben wir. Beim Suchvolumen sind wir jetzt heute mal ein bisschen anspruchsvoll, da sagen wir einfach mal hier, ein Keyword soll mindestens ein Suchvolumen haben von 400 am Tag und klicken jetzt wieder auf Filter anwenden. Jetzt sehen wir, dass nur noch 27 Keywords diese Eigenschaften erfüllen, weil wir haben die natürlich extrem hochgesetzt, weil wir wollen ja hohes Suchvolumen, wenig Konkurrenz, und klicken jetzt mal hier so durch. Und was ist auf jeden Fall schon mal interessant wäre, wir hier Schwedenrätsel haben wir ein Suchvolumen von 481, der IQ-Score genauso hoch. Kreuzworträtselbuch für Erwachsene, Aufmunterungsbuch, hier sowas, Sherlock Holmes Buch, da ist wieder gefährlich, weil Sherlock Holmes könnte in einer Art und Weise eine Marke sein, weil es natürlich auch die Serien oder die Bücher dazu gibt. Da wäre ich immer vorsichtig. Genau das gleiche hier wie bei Escape Game. Das ist auch schon von jemand geschützt, also jemand hat da die Marke aufgebaut. Aber bei Schwedenrätsel wäre es nicht so. Und ich würde es einfach mal sagen, wir schauen uns das genauer an. Da klicken wir einfach nur hier auf das Symbol und kommen jetzt hier direkt auf Amazon und haben jetzt eben hier schon die Suchanfrage bei Amazon drin, Schwedenrätsel, und schauen mal, wie viele Bücher da kommen. Ja, und mit dem Code GELDAKADEMIE10 spart ihr auch noch 10% für Helium 10. Also es lohnt sich. Also wir haben hier direkt mal gesponserte Produkte. Schwedenrätsel für Senioren, aber schon ziemlich schlechte Bewertung. Hier genauso. Schwedenrätsel für Senioren, auch schlechte Bewertung. Und jetzt kommt das erste große Buch. Und wir sehen, das ist gerade mal hier einen Monat alt, hat nur 9 Bewertungen. Klicken wir mal hier drauf und schauen uns mal an, wie viele Verkäufe der denn mit diesem Buch macht, was er gerade mal vor nicht mal 30 Tagen hochgeladen hat. Und da sehen wir direkt die Einblendung. 473 Verkäufe hat er gemacht. Können wir uns auch nochmal genauer anschauen hier mit dem X-Ray-Tool. Ja, da sehen wir, wenn wir hier draufklicken, wir haben hier einen Peak. Natürlich Dezember hat er gerade noch den richtigen Zeitpunkt erreicht, weil die meisten Leute da Urlaub haben und viel Zeit haben. Aber wir sehen jetzt hier, wir sind schon hier Mitte Januar, Richtung Ende Januar. Und wir haben trotzdem hier konstant 17 Verkäufe am Tag, also extrem gut. Und wie wir auch eben gesehen haben, wir haben kaum Konkurrenz. Also wäre es zum Beispiel eine gute Nische, dass wir sagen, wir bringen hier keine Kreuzworträtsel raus, sondern Schwedenrätsel. Schwedenrätsel sind ein bisschen anders, wo die Antworten stehen, aber prinzipiell das gleiche wie Kreuzworträtsel. Und auf jeden Fall hier Jumbo, also eine Ausgabe mit vielen Rätseln. Und jetzt können wir sagen, okay, in die Nische gehen wir rein und verkaufen dort unser Buch. Ja, wenn wir die Schwedenrätsel kostengünstiger stellen wollen, nutzen wir zwei Tools. Das eine Mal wäre hier ChatGPT. Da habe ich einfach mal für euch hier was eingegeben, dass ihr hier selber entscheidet oder selber mir Optionen gibt, was ich fragen könnte. Jetzt hat ihr hier
vier waagrechte und vier senkrechte Fragen gestellt oder Aussagen gemacht. Ein Säugetier, das miaut, wie ihr seht. Und dazu jetzt habe ich noch die Antworten. Und wir können natürlich zum Beispiel ein Genre nehmen, Überthema, nur Fahrzeuge oder auch, dass es schwieriger wird. Aber jetzt haben wir natürlich noch nicht die Felder, wo man es eintragen kann. Dafür gehen wir hier auf die Plattform, die heißt X-Words. Und dort kann ich eben die Fragen, Antworten eingeben, die davor ChatGPT mir genannt hat. Klickt dann auf Generieren. Und dann wird hier so ein Rätsel generiert. Also wäre es hier nur so ein kleiner Ausschnitt, könnte man auch viel größer machen. Und so dann Seite für Seite füllen. Ja, dann brauchen wir noch ein Buchcover. Gehen wir auf Fiverr. Da zahlen wir auch irgendwas mit 10 bis 30 € für das Buchcover. Haben das fertig. Das heißt, auf der einen Seite die Word-Datei mit den fertigen Kreuzworträtseln als PNG-Dateien. Dann hier das fertige Buchcover. Und das Ganze laden wir dann hier bei Amazon KDP hoch. Dann wird es veröffentlicht. Und dann kann jeder das Buch auf Amazon kaufen. Und wir müssen nichts weiter tun, außer das Produkt bereitstellen, nämlich der Druck, Versand und so weiter, wickelt alles Amazon ab. Ja, und ich selber habe Amazon KDP angefangen während meinem Bauingenieurstudium, mache das jetzt schon seit 2 Jahren. Und wenn du sagst, okay, ich will auch mir so ein Amazon KDP-Business aufbauen, damit ich irgendwie unabhängig werde vom Arbeitgeber, passiv Geld verdienen kann, dann kannst du mir gerne mal schreiben. Einfach hier auf Instagram oder schickst eine E-Mail an die Adresse, da können wir mal ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Und das Ziel wäre eben in einem Coaching, dass ich dir zeige, wie man profitable Nischen findet, die Bücher mit möglichst wenig Zeitaufwand erstellt. Ich zeige dir, wie man Amazon Ads schaltet. Du bekommst wirklich 1:1 Support. Wir machen jede Woche Zoom-Calls und dann lernst du wirklich einmal das Handwerk, wie man eben so ein profitables Buch erstellen kann und kannst dann das eben immer wieder replizieren. Ja, und wenn du noch mehr wissen willst, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lass doch gerne ein Abo da. Würde mich echt extrem freuen und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.